Herzlich willkommen zur 9. Folge des Lütze Automation Videoblog. Heute geht es um Einkabellösungen mit Ethernet-Element. Viele sagen auch Hybridleitungen oder One Cable Technology, beziehungsweise kurz OCT-Leitungen. Als Kabelspezialist hat Lütze sowohl die Leitungen als auch die fertigen Konfektionen bereits seit 2019 im Portfolio. Die Einkabellösung Lütze Superflex plus Servo Ethernet bietet für Konstrukteure, Systemintegratoren, Monteure und Instandhalter die Möglichkeit, Energieversorgung, Steuerung und Datenübertragung über eine einzige platzsparende Leitung zu organisieren. Diese wird zwischen Servomotor und Frequenzumdichter eingesetzt. Lütze bietet hier Einkabellösungen mit Ethernet-Element für Siemens und Bosch-Exosysteme an. So, nun zu den zahlreichen Vorteilen von OCT-Leitungen. Dadurch, dass die Datenübertragung auch im Kabel integriert ist, hat man nur eine statt zwei Kabel mit einer Schnittstelle. Somit wird der Installationsaufwand um ca. 50% reduziert. Natürlich verringert sich der Wartungsaufwand dadurch auch entsprechend. Eine Leitung statt zwei spart außerdem auch Platz. Dadurch können weitere Komponenten kleiner ausgelegt werden. Das betrifft unter anderem die Schleppkette, den Schaltschrank und im besten Fall sogar die Anlage selbst. Weiter ergeben sich durch die Beschaffung nur einer Artikelnummer Kosten- und Zeitersparnisse. Für die Logistik bedeutet dies zudem eine platzsparende und vereinfachte Lagerhaltung. Dann das Thema Gewicht. Durch OCT wird natürlich auch ein zweiter Mantel eingespart. Alles wird leichter, die Schleppkette wird weniger beansprucht und langlebiger. Und ganz wichtig, die Hybrid-Servo-Leitung mit Ethernet-Element in bewährter Lütze Superflex-Qualität. Sind nicht nur besonders zuverlässig, sondern bieten eine einfache Anbindung an die übergeordnete Steuerung für eine schnelle und sichere Datenübertragung. Natürlich mit zukunftsträchtiger Ethernet-Technologie. So, das war's für heute. Die Kontaktdaten für Angebote, Produktvorstellungen oder weitere Infos stehen wie immer in der Beschreibung gleich hier unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Lütze Automation Videoblog.